So, damit Glück auf zum Auerteil der Pressekonferenz mit unserem Cheftrainer Dirk Schuster nach dem Auswärtsspiel hier beim HSV. Am Ende ein 3:0 für den HSV. Dirk, bitte dein Fazit zum Spiel. Ja, erstmal Glück auf in die Runde und Glückwunsch an den HSV zum Sieg heute. Ich glaube, er war verdient. Wir wussten vor dem Spiel, dass einiges zusammenkommen muss, um hier punktemäßig was zu entführen, auch wenn der HSV die eine oder andere Verletzungsproblematik hatte und hat. War uns klar, dass sie trotzdem eine individuell brutal starke Mannschaft auf den Rasen schicken kann und hat das auch von der ersten Minute an versucht, über schnelles Flügelspiel zu demonstrieren, wo wir ja, die ersten 10 Minuten ein paar Probleme hatten. Nach den 10 Minuten haben wir einen Systemwechsel, eine Systemumstellung vorgenommen, haben dadurch etwas Ruhe einbekommen, den HSV etwas zum Stehen bekommen. Und just in dieser Phase, wo wir auch etwas an Sicherheit gewonnen hatten, durch individuellen Fehler, falsches Doppelpassverhalten innen durchlaufen lassen, in der Mitte nicht eng genug am Mann gewesen. Das ist 0-1 kassiert. Wir hatten trotzdem, glaube ich, in der ersten Halbzeit auch gute Ansätze nach vorne, haben allerdings den Fehler begangen, nach Balleroberung die Kugel schnell und zu schnell wieder herzuschenken, indem wir im Passspiel zu ungenau waren und auch die ein oder andere brenzlige Situation vom eigenen Tor zu überstehen hatten, nach Durchbrüchen des HSV über außen. In der Halbzeitpause hatten wir uns nochmal vorgenommen, weiter lange im Spiel zu bleiben. Doch wenn man, ich denke, die Gegentore 32 anschaut, wie wir da diese Tore auch wieder begünstigt haben. Das zweite klare Abspielfehler in der eigenen Hälfte. Beim dritten Tor gehen wir nach einem Freistoß einfach nicht hinterher, der an Pfosten klatscht, dann hat man auch irgendwo nicht verdient, hier was mitzunehmen, weil man schon gesehen hat, dass die spielerische Klasse und individuelle Qualität seitens des HSV bedeutend größer ist als unsere. Und dementsprechend wir jetzt auch mit einer Niederlage dieses Spiel beendet haben und die Heimreise wieder antreten. Wir müssen uns jetzt, denke ich, kurz schütteln. Ich denke auch, dieses Spiel gut analysieren, damit wir verschiedene Dinge besser machen. In der nächsten Partie am Sonntag in Bochum. Auf jeden Fall freut mich, dass Steve Breitkreuz nach über einjähriger Verletzungspause heute seine ersten 90 Einsatzminuten in der zweiten Liga sehr positiv gestaltet hat und er uns als weitere Alternative zur Verfügung steht und auch diese Flexibilität im Kader weiter erhöht. Dem HSV wünsche ich natürlich für die kommenden Aufgaben alles Gute. Ich glaube, es geht mit dem Heimspiel gegen Würzburg weiter und erwarte, denke ich, auch diese Leistung, dass sie mit 15 Punkten ja, die ersten 5 Spiele in der zweiten Liga beenden. Schönen guten Abend und danke für die Aufmerksamkeit. Danke, Dirk. Dann gibt es eine Frage von Michael Thiele von der Chemnitzer Morgenpost, der uns via Zoom zugeschaltet ist. Glück auf, Herr Schuster. Sie hatten es gerade schon angesprochen mit Steve Breitkreuz. Nach 535 Tagen das erste Mal wieder in der zweiten Liga auf dem Platz gestanden. Vielleicht können Sie trotzdem noch mal eine etwas ausführliche Einschätzung geben zu ihm. Wie zufrieden sind Sie heute schon in den letzten Wochen mit ihm gewesen im Training? Und dann heute auch, wie hat er sich für Sie im Spiel aufgegeben? Was hat er auf dem Spiel mitgegeben in Ihren Augen? Ja, Steve hat erstmal seit sehr langer Zeit sein erstes Spiel wieder gemacht, was ich schon erwähnt hatte. Ich glaube, er hat hinten im Defensivverbund mit Sören Gonder und mit den anderen Spielern auch versucht, die Sicherheit auszustrahlen, hat im Zweikampfverhalten sich sehr ordentlich verhalten und auch den einen oder anderen Ball nach vorne ganz ordentlich zum Mann gebracht. Ich denke, dass da durchaus noch etwas Potenzial nach oben ist, aber fürs Erste nach so langer Zeit bin ich sehr zufrieden, wenn man bedenkt, dass er erst seit Anfang August wieder voll im Mannschaftstraining ist, dass er diese lange und schwierige Knieverletzung hatte und diese Akklimatisierungsphase relativ kurz war, in der er sich jetzt ja auch in die Mannschaft und in den Kader zurückkämpfen konnte. Dafür hat er es sehr gut gemacht und macht natürlich auch Appetit auf mehr. Noch eine Frage? Ja, noch eine Frage zu Luis Samson. Sie haben diesmal aus der Abwehr vor ins Mittelfeld gezogen. Was war dort das Kalkül dahinter, die Beweggründe?
Ja, wir hatten begonnen mit einer Dreier- respektive Fünferkette. Der HSV mit sehr breitstehenden Außenstürmern und mit der Rotte in der Sturmspitze, sodass wir diese Problematik am Flügel 1-gegen-1 sehr oft hatten, wo Naray und speziell auch Jatta ihre Schnelligkeit versucht haben auszuspielen, was auch ab und zu ganz gut gelungen ist. Und diese ersten 5 Minuten erstmal zu überstehen, das haben wir dann hingekriegt und haben uns dann dazu entschlossen, den Lou nach vorn zu spielen, dass wir hinten in der Zentrale eine 2-gegen-1-Situation haben, dadurch einen Mann mehr im Mittelfeld haben, das Kombinationsspiel des HSV etwas durch die Zentrale unterbinden konnten und ja, auch auf den Außenpositionen zur Not auch gedoppelt werden kann. Also das war eine Maßnahme in Richtung defensive Stabilität, war für uns natürlich auf der anderen Seite damit erstmal verbunden, dass wir den HSV zum Stehen bekommen haben, aber dass unser Weg zum gegnerischen Tor relativ weit war und mit Paco als einziger Spitze vorne ja dann auch ziemlich steinig war, weil er die Bälle sichern musste. Wir mussten schnell nachrücken und trotzdem hatten wir ungefähr noch 50 Meter vor uns. Vielen Dank. Das war's. Dann übergeben wir jetzt das Podium den Kollegen aus Hamburg. Dirk, uns eine gute Heimreise. Und am Danke. Sonntag geht's für uns weiter beim VfL Bochum mit dem nächsten Auswärtsspiel. Okay. Ja, moin und hallo, herzlich willkommen zum zweiten Teil der Pressekonferenz nach dem Spiel HSV gegen Erzgebirge Aue. Endstand 3:0. Bei mir ist unser Cheftrainer Daniel Thun. Daniel, Glückwunsch und kurzes Fazit zum Spiel von dir bitte. Ja, moin zusammen. Vielen Dank für deine Glückwünsche und natürlich auch vielen Dank die Glückwünsche, die wir aus Aue erhalten haben und auch die Wünsche, die wir für die Zukunft erhalten haben. Ich glaube, dass wir heute von Beginn an richtig gut in der Partie drin waren. Wir haben uns ein paar Gedanken gemacht. Wir wussten auch, dass Aue mit 7 Punkten aus 3 Spielen nicht ganz so viel verkehrt gemacht haben. Wir sind davon ausgegangen, dass sie die Fünferkette dann auch spielen, mit den beiden Spitzen sehr, sehr schnell sind. Und das hat uns dazu genötigt, oder wir haben uns entschieden, dann auch mit einer Dreierkette die tiefen Laufwege und die tiefen Bälle zu verteidigen, was uns, glaube ich, über weite Strecken der Partie richtig gut gelungen ist. Also alle 3 Innenverteidiger haben sehr wenig zugelassen und da muss man dann auch erstmal Pascal Testrot und auch Krüger aus dem Spiel nehmen. Das ist uns, glaube ich, sehr, sehr gut gelungen vom Anlaufverhalten her. Vom Positionsspiel, glaube ich, haben wir in den ersten 15 Minuten gesehen, dass wir sehr viel Stress ausgelöst haben, auch beim Gegner. Gezwungenermaßen dann, glaube ich, der Gegner stellt dann um bei Führung für uns. Und das war so ein Augenblick, wo ich glaube, da gebe ich Dirk Schuster recht, unser Spiel so ein bisschen in Stocken geraten ist, weil wir dann vielleicht nicht sofort die Lösung dafür hatten. Wir sind viel aus unseren Positionen dann nach außen gewichen und haben dann zwar Spielkontrolle gehabt, aber sind nicht so zwingend reingekommen, wie ich es mir noch gewünscht hätte, wie es in den ersten 15 Minuten der Fall war. Nichtsdestotrotz haben wir, glaube ich, komplett ersten 45 Minuten Spielkontrolle gehabt. Wir haben sehr, sehr viele Bewegungen von außen nach innen gehabt, viele Bälle einfliegen lassen, also gerade mit Naray und Jatta. Und dann vor dem Tor, klar, waren wir vielleicht dann nicht so kalt. Khaled hat noch eine Chance liegen gehabt. Und haben dann in der zweiten Halbzeit noch ein bisschen angepasst. Wir haben dieses 4-5-1 beim Gegner gesehen, haben dann wieder ein bisschen was anderes aufgesetzt. Und ich glaube, da war dann wenig Druck beim Gegner auf dem Ball. Und ich glaube, wir haben dann auch entsprechend komplett 90 Minuten sehr dominant Fußball gespielt. Insgesamt bin ich schon mit dem Spiel zufrieden. Es war eine gute Leistung von uns. Es war auch eine gute Reaktion auf das Spiel gegen Fürth, wo wir nicht so eine hohe Ballqualität hatten. Und freuen uns natürlich jetzt, dass wir auch die Punkte 9 bis 12 haben. Aber ich möchte auch noch mal ergänzen, also unsere Ziele sind nicht definiert und das wird am Wochenende kein Selbstläufer gegen Würzburg. Also wir müssen mindestens genauso performen und da planen wir sicherlich noch keine Punkte ein, sondern werden sehr hart dafür arbeiten. Also nichts kommt von alleine, wir müssen eine Menge wollen dafür und entsprechend dann müssen wir auch eine Menge tun. Also das vielleicht und abschließend noch mal 3 Punkte für uns, ein gutes Spiel meiner Mannschaft, aber immer noch Luft erhoben. Danke. Danke, Daniel. Dann kommen wir zu den Fragen der Journalisten auf der Pressetribüne und den Anfang macht Wolfgang Stephan vom Stader Tageblatt. Ja, schon Glückwunsch zum Sieg. Sie sagen, in der ersten Halbzeit hat die Spielkontrolle nicht ganz so funktioniert. In der zweiten Halbzeit war es meines Erachtens sehr viel besser. Gibt es da etwas, wo Sie sagen, auch in der zweiten Halbzeit hat mir was nicht gepasst?
Ja, insgesamt bin ich erstmal froh und auch glücklich darüber wäre das falsche Wort, aber diese Mannschaft, die ich habe, die besitzt halt auch eine gewisse Offenheit. Sie hat sich heute auf den Matchplan eingelassen, was hervorragend gelungen ist. Und wie gesagt, in der ersten Halbzeit haben wir so ein bisschen verloren. Ich habe sie in der zweiten Halbzeit oder in der Halbzeitpause noch mal daran erinnert, an die Veränderungen, die wir vornehmen können und dass sie weiterhin auch vielleicht auch diese Offenheit besitzen müssen. Und das ist ihnen sehr gut gelungen. Und in der zweiten Halbzeit haben wir dann Druck ausgeübt. Ist jetzt gar nicht so, dass ich sage, ich bin sehr unzufrieden, aber ich glaube, es lag noch ein bisschen was da. Wir hatten zwei Halbzeit noch ein paar Möglichkeiten. Bobby Wood noch mit dem Abschluss. Also ich glaube, wir hätten noch mal uns mit dem einen oder anderen Tor auch belohnen können, weil dann war es vielleicht in der Konsequenz auch zu wenig. Ich hätte mir vielleicht auch noch ein höheres Balltempo gewünscht. Aber Sie wissen ja, Trainer haben sehr, sehr viele Wünsche. Und ich glaube, nach den intensiven Minuten, die wir entführt hatten, müssen wir den Jungs auch nachsehen, dass sie vielleicht dann ein bisschen Tempo rausgenommen haben. Kai Schiller vom Hamburger Abendblatt. Hallo Herr Thun. Sie haben ja eben gesagt, dass Sie sich ein paar Sachen überlegt hatten, haben in einer Dreierkette in der Abwehr gespielt. Können Sie mal selber erklären, was die sich eigentlich sozusagen vor der Dreierkette überlegt hatten, weil da waren ja extrem viele Positionswechsel, sehr variabel alles. Ich könnte jetzt gar nicht genau sagen, was zum Beispiel Sonny Kittels Position am Ende des Tages gewesen ist, weil der vorne hinten war. Vielleicht können Sie ein bisschen darüber was erzählen. Ja, ich glaube, der Eindruck täuscht nicht. Hat auch, glaube ich, beim Gegner sehr viel Verwirrung gesorgt. Ich will gar nicht so ins Detail gehen, weil ich glaube, viele Lösungen waren dann von uns gut gewählt. Aber das, was Sie sagen, es war sehr dynamisch. Wir haben versucht, sehr, sehr viele Positionswechsel zu haben. Wir haben versucht, dann die Gegner auch zu binden. Wir wussten, dass Aue sehr mannorientiert auch verteidigt und entsprechend haben sich dann immer Räume auch für uns ergeben. Und das haben wir gut gemacht. Wir waren sehr, sehr gegenläufig in den Bewegungen. Also wir hatten wirklich ein gutes Positionsspiel. Aber das meine ich, das haben wir so ein bisschen verloren im Laufe der ersten Halbzeit, auch durch die Umstellung. Da kam nicht sofort die Lösung und auch in der Umsetzung auf dem Platz vielleicht auch nicht so schnell. Aber insgesamt nochmal den Matchplan im Detail, den behalte ich dann doch noch bei mir. Philipp Marquardt für transfermarkt.de. Ja, moin Herr Thun. Das sah auf dem Platz ganz gut aus. Ist das ein Team, das man in der Form dann am Wochenende auch wieder so sehen wird? Und daran angeknüpft, gibt es eigentlich eine Position, die Moritz Heyer noch nicht gespielt hat, außer Torwart? Das weiß ich nicht. Ich kenne ihn ein paar Jahre, aber so gut auch nicht. Vielleicht stand er mal zwischen den Pfosten. Aber wir bedienen immer ganz gerne Moritz Heyer in dem Augenblick. Aber ich glaube, es sind noch ein paar andere Jungs auf dem Platz. Manuel Winzheimer heute auf der Achterposition. Jan Jamra in der Dreierkette links gespielt. Die Bahn auch komplett für Bakariata. Vielleicht auch etwas ungewöhnlich, dass er auch die Wege nach hinten machen muss. Das ist etwas, die Mannschaft muss in dem Fall auch immer adaptieren. Sie muss wachsen und sie muss offen sein dafür. Und das wünsche ich mir bei allen Spielern so. Und deswegen kann ich Ihnen offen sagen, gehen Sie nicht davon aus, dass Sie selbst Spieler wieder auf dem Platz stehen. Weil nochmal, wir können nicht immer nur entscheiden, wie das Spiel verläuft, sondern wir müssen uns auch anpassen. Das ist uns ganz gut gelungen und die Breite des Kaders gibt es her. Wir haben sehr, sehr viele Verletzte, aber das sind dann Probleme. Wir suchen Lösungen und da bieten sich die Jungs immer wieder an. Und ich fand, die auf dem Platz waren, haben es gut gemacht, aber es berechtigt dann nicht automatisch, dass sie am Samstag gegen Würzburg wieder starten. Simon Brasch von der Mopo. Hallo Herr Thun. Stefan Ambrosius hat heute sein Comeback nach seiner Corona-Erkrankung gefeiert. Ich fand, dass er einen sehr konzentrierten Eindruck gemacht hat. Wie hat er Ihnen gefallen und welchen Eindruck hat er insgesamt während der Woche vermittelt? Ja, die ganze Woche ist er ja noch nicht wieder bei uns. Also den Eindruck, den er vermittelt hat, ist der, den wir von Stefan einfach kennen. Stefan ist ein Mentalitätsspieler, er ist sehr, sehr fleißig und er ist sehr, sehr konsequent. Und das ist etwas, was man in erster Linie vielleicht auch so ein bisschen braucht, gerade in der zweiten Liga. Und das verliert man dann nicht in 10 Tagen Quarantäne. Das hat man, da ist er intrinsisch motiviert und das hilft uns, dass er sauberer mit dem Ball agieren kann. Da versuchen wir ihm zu helfen. Aber letztendlich nochmal, ich glaube schon, dass er uns immer helfen kann auf dem Platz. Jetzt war es für ihn auch eine Herausforderung, mit so viel Pause auch wieder auf dem Platz zu stehen. Aber ich finde, das hat er richtig gut gemacht und 90 Minuten sehr stabil gewesen und auch gerade im Zweikampf immer wieder da gewesen. Also es war ein gewisses Risiko, aber es ist ja überschaubar, weil wir um seine Qualitäten auch wissen. Lars Pegelow bitte für NDR 90,3. Guten Abend. Ich hatte den Eindruck, dass viele Zuschauer sehr viel Freude und sehr viel Spaß hatten hier an diesem Spiel heute. Trotz der Trainer-Selbstkritik, die wir jetzt auch gerade so ein bisschen hören, hat es denn so von der Trainerbank auch wenigstens ein bisschen Spaß gemacht? Ja, ich sage, wenn ich Fußballspiele gewinne, machen sie mir grundsätzlich immer Spaß. Also werden sie mich auch kennenlernen. Ist ja auch so, dass ich mich niemals für Siege entschuldigen werde, unabhängig, wie sie zustande kommen. Und natürlich freue ich mich, wenn dann Tore fallen und wenn sie dann aus einer Ordnung entstehen, wo wir uns vielleicht auch ein paar Gedanken gemacht haben, dann freut man sich natürlich umso mehr. Aber
Es ist alles sehr sensibel. Wir müssen sehr vorsichtig damit umgehen. Wir sind am vierten Spieltag. Wir haben 12 Punkte. Die qualifizieren uns für aktuell für gar nichts. Und entsprechend müssen wir ja immer wieder auch so alles so ein bisschen einsortieren und einordnen können. Es wäre schön, wenn die Leute, die da waren, wiederkommen könnten und wenn sie mit einem guten Gefühl nach Hause gehen. Aber es ist unser Antrieb und unser Anspruch, dass die, die am Samstag wieder da sind, mit einem ähnlichen Gefühl nach Hause gehen. Und das werden wir jede Woche versuchen. Wie nah wir an dem rankommen, weiß ich nicht. Aber heute sind wir sicherlich einen guten Schritt in die richtige Richtung gegangen. Kai-Uwe Hesse von der Bild. Hallo, ich muss bei der Frage ein bisschen ausholen. Im letzten Jahr hatte der HSV ja auch einen ziemlich guten Start. Als Sie dann hierher gefahren sind, da haben Sie gesagt, Sie hatten ein gutes Gefühl, weil Sie wussten, was Sie erwarten wird, ungefähr taktisch beim Gegner. Ist der größte Unterschied zur vergangenen Saison, dass man jetzt halt nicht weiß, was man taktisch zu erwarten hat, wenn man gegen HSV spielt? Ja, vielleicht, aber auch Fußball ist ja dann doch relativ einfach. Wenn in der letzten Saison Kopfball-Leibold gegen Bielefeld reingeht oder auch die Chancen in Fürth genutzt werden, dann würde ich wahrscheinlich hier heute nicht sitzen und dann wäre es dann vielleicht ein ganz normaler freier Mittwoch heute gewesen. Also da gucke ich gar nicht in die letzte Saison hinein. Fakt ist, auch das, ich betone ja immer, dass der HSV sich auch der Liga anpassen muss und dann hilft es vielleicht auch, wenn man sich dem Gegner ein wenig anpasst, weil die Auer haben nicht ganz so viel verkehrt gemacht in den letzten Wochen und so ein gewisses Risiko ist immer da, wenn man dann in Gleichzahl verteidigt und wenn wir an dieser Viererkette festgehalten hätten, dann hätte es heute auch funktionieren können, aber wir wollten plus eins in der Absicherung sein und das ist uns gut gelungen, das ist den drei Jungs hinten gut gelungen und der Mannschaft auch, also es geht eigentlich eher ums Hier und Jetzt mal wieder und gar nicht so darum, was war. Fakt ist, heute ist es aufgegangen und wird sicherlich in anderen Spielen auch nochmal möglich sein, dass es aufgeht und im besten Fall sehr häufig. Marco Scholz für die Rautenperle, bitte. Hallo Herr Thun, erstmal Glückwunsch zum Sieg und dann die Frage nach Bobby Wood, der wirkte oder schien ja hier in Hamburg eigentlich sehr unglücklich und abgeschrieben zu sein. Jetzt haben Sie ihn zweimal in Folge gebracht. Ist das dem Training, seinen Trainingsleistungen geschuldet oder sehen Sie etwas in ihm? Was sehen Sie in ihm und wie kriegt man den vielleicht sogar nochmal komplett aktiviert für die Saison? Ja, vielen Dank für die Glückwünsche und auch da müssen Sie mich kennenlernen. Also ich kann ja wenig mit der Vergangenheit anfangen. Ich kann ja immer nur das bewerten, was ich aktuell bekomme. Und das sind Trainingsleistungen, das sind Spielleistungen, das ist das Verhalten eines Spielers innerhalb einer Mannschaft. Bobby hat in den letzten Wochen immer wieder auch Druck ausgeübt, auch mit der schwierigen Situation, dass er vielleicht von ganz hinten gestartet ist, aufgrund unserer Verpflichtung auch und auch dem, was vielleicht Lukas schon nachgewiesen hat. Aber er gibt sich nicht auf und er gibt Vollgas. Ich hätte mir heute gewünscht, dass er sich belohnt mit seinem tiefen Laufweg, mit dem Tor dann auch. Und dann hätte er vielleicht auch seinen Kurzeinsatz noch mehr gerechtfertigt. Bei mir in der Mannschaft ist jeder Spieler willkommen und jeder, der bei uns im Kader steht, hat auch eine Berechtigung, dann da zu sein. Und die darf er jede Woche erfüllen. Und deswegen, ich bin da weniger vorbelastet. Bobby hat seine Chance wie alle anderen Spieler bei uns. Und wenn er dem Leistungsniveau auch annähernd oder an dieses Leistungsniveau herankommt, dann bekommt er seine Spielzeit und er gibt Gas. Und das ist auch wichtig für mich als Trainer. Also Bobby ist willkommen. Roland Kahl von HL Sports. Ja, herzlichen Glückwunsch auch von mir. Das war ein grandioser Sieg aus meiner Sicht. Ich habe eine Frage zu Sven Ulreich. Und zwar war es jetzt das zweite Spiel auch zu Null von ihm. Ist ja historisch. Wie langweilig war ihn immer, insbesondere in der zweiten Halbzeit? Und welche Sicherheit gibt er den Vorderleuten? Müssen Sie vielleicht die Vorderleute direkt fragen. Also letztendlich, glaube ich, erkennbar ist schon, dass Sven eine gewisse Ausstrahlung hat. Aber auch nochmal, die ersten zwei Spiele haben wir auch gewonnen mit Ferro im Tor und Ferro hat auch einen guten Job gemacht. Also wir haben uns ja jetzt auf dieser Position entschieden, jemanden von außen dazu zu holen und sind dann vielleicht nochmal ein bisschen gewachsen, haben nochmal ein bisschen was aufsetzen können. Ihm tut es unheimlich gut, zu Null zu spielen. Aber genau in diesen wenigen Momenten, wenn dann so ein Schuss kommt wie von Riese, da muss man halt da sein. Wenn die Flanke reinkommt, da muss man da sein. Dann ist es vielleicht ähnlich, wie er es aus der Vergangenheit kennt, dass vielleicht nicht ganz so viel auf sein Tor einprasselt, aber in den Augenblicken muss er da sein. Und ich glaube, was die Historie betrifft, also da möchte sich jeder Torhüter auch schadlos halten und unabhängig davon, ob es jetzt die ersten beiden Spiele für ihn waren oder nicht. Also da sind auch alle meine drei Torhüter sehr, sehr fleißig, dass sowas nicht passiert. Kai-Uwe Hesse für die Bild nochmal. Nee, ich bin es diesmal. Du, Daniel, herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Andere Sache, Aaron Hunt war heute dein Kapitän. Du hast noch eigentlich fünf andere. Das ist die erste Frage. Warum Aaron Hunt und wie hat er dir gefallen? Die zweite Frage, Manuel Winsheimer. Zwei Tore, drei Vorlagen in dieser Saison. Ein Wort zu Manuel Winsheimer.
Ja, genau. Wir haben einen Mannschaftsrat gewählt. Wir haben aus diesem Mannschaftsrat drei Kapitäne bestimmt, zwei Stellvertreter, einen Kapitän. Alle fünf heute nicht in der Startelf gewesen. Und nochmal, Aaron hat immer gesagt, dass er unseren Weg mitgeht, dass er gerne Verantwortung abgeben würde. Aber dass es für ihn auch keine Last ist, Verantwortung zu übernehmen. Und letztendlich müssen wir ja einen als Spielführer benennen. Und dann lag das sehr nahe. Und ich glaube, er hat sich auch gefreut, als Erster aus die Kabine zu kommen. Das hat er auf dem Platz gezeigt. Und die Binde war nicht schwer für ihn. Manuel Winzheimer, vielleicht auch in der Personalie, sehe ich ähnlich wie den ganzen Kader. Alle wollen sich entwickeln. Bei Manuel ist es so, dass ihm das Jahr in Bochum gut getan hat. Er ist im Sommer zurückgekommen, arbeitet sehr intensiv, ist sehr fleißig. Und das ist der Anspruch, den ich habe. Und dann macht man auch noch mal ein paar Fehler. Dann darf man auch Fehler machen. Und wenn man wenig Fehler macht, dann kommt sowas bei rum, wie er jetzt aktuell in welcher Situation er gerade ist. Er schießt Tore, er bereitet Torware vor, er arbeitet für die Mannschaft. Aber dann ist er vielleicht aktuell nur beispielhaft für die anderen, die um ihn herum sind. Ich bin zufrieden im Moment vielleicht mit dem Kader, wie er mitarbeitet. Aber ich weiß auch, dass wir noch ein paar Herausforderungen vor uns haben. Und dann kann Manuel, wie die ganze Mannschaft, sicherlich auch noch ein wenig wachsen. Die Frage kam natürlich vom Kollegen Kai Fette von der Bild. Daniel, vielen Dank für die ausgiebigen Antworten. An die Kollegen, vielen Dank für das Interesse heute bei der Pressekonferenz. Allen einen schönen Abend und vor allem unseren Gästen aus Aue eine gute Heimfahrt ins Erzgebirge.